Sie sitzt auf ihrem alten Sofa aus der Wirtschaftswunderzeit. Zwei Glückwunschkarten auf dem Tisch, denn es ist längst vorbei. Alles Gute zum 61. Liebe Omi, tschüss, bis bald. Die Kinder sind jetzt groß und außer Haus. Die Wohnung ist oft kalt. Irgendwas hat sie immer zu tun. Sie teilt sich die Hausarbeit ein und jeden Abend schaltet sie ab und das Fernsehen ein. Das war nicht immer so. Erst seit sie allein ist, seit ihr Mann starb, den sie mit feuchten Augen vermisst. Sie hat so gern getanzt mit ihm. Und manchmal, wenn es zu sehr weh tut, legt sie ihre alte Lieblingsplatte auf und tanzt ganz für sich. Wenn sie diesen Tango hört, vergisst sie die Zeit. Wie sie jetzt lebt, ist weit, weit entfernt, wie ein längst verglühter Stern. Wenn sie diesen Tango hört, vergisst sie die Zeit. Wie sie jetzt lebt, ist weit, weit entfernt, wie ein längst verglühter Stern. Aus der Heimat verjagt und vertrieben, nach Hitlers großem Krieg. Doch sie hat kräftig mitbezahlt für den deutschen Traum vom Sieg. Dann der lange harte Wiederaufbau für ein kleines Stückchen Glück. Das lange ersehnte Eigenheim und Kinder für die Republik, die sollten später besser haben. Deshalb packte sie fleißig mit an, so blieb ihr oft zu wenig Zeit für sich und ihren Mann ein ganzes Leben lang zusammen. Gelitten, geschuftet, gespart, jetzt wär doch endlich etwas Zeit für mehr, jetzt ist er nicht mehr da. Sie hat so gern getanzt mit ihm und manchmal, wenn es zu sehr weh tut, legt sie ihre alte Lieblingsplatte auf und tanzt ganz für sich. Wenn sie diesen Tango hört, vergisst sie die Zeit. Wie sie jetzt lebt, ist weit, weit entfernt, wie ein längst verglühter Stern. Wenn sie diesen Tango hört, vergisst sie die Zeit. Wie sie jetzt lebt, ist weit, weit entfernt, wie ein längst verglühter Stern. Wenn sie diesen Tango hört, vergisst sie die Zeit. Ja, na, 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 ja, na, 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 ja, na, 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 ja, na. Eine Heimat hat sie gefunden auf einem langen, steinigen Weg. Ankunft Deutschland 45, heute ist sie 90, sie lebe hoch. Ja, na, 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 ja. Yeah.
heute ist sie 90. Sie lebe hoch, alles Liebe. Sie lebe hoch. Hey, 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 was Musik alles kann. Es ist unglaublich. Lass mich dazu einfach ein paar Dinge sagen. Wenn sie diesen Tango hört, ist für mich einfach eine schöne Erinnerung, ein älteres Pur-Lied gewesen, bis wir in Südafrika gemeinsam diese Sendung aufgezeichnet haben. Sing mein Song, das Tauschkonzert. Wahrscheinlich haben es einige gesehen, nehme ich jetzt mal schwer an. Und als Daniel mir das vorgesungen hat, dann war das ganz neu und ganz frisch und völlig nah dran an mir. Und als ich nach Deutschland zurückkam, hatte tatsächlich meine Mama ihren 90. Geburtstag. Und ich dachte einfach, die Geschichte ist noch nicht beendet. Da gehört noch so eine Art Happy End. Sie ist angekommen. Und deshalb entstand das Lied Annie vom neuen Album, von dem ich euch jetzt gerade einen kleinen Ausschnitt vorgesungen habe. Das alles ist vielleicht zusammengefasst der Tango und Annie, 90 Jahre deutsche Geschichte aus ganz privatem Blickwinkel. Und das alles hätte es ohne Daniel nicht gegeben. So ist es.